Hallo, hier ist Silvia und in diesem Video soll es um unsere geliebten Nüsse gehen. Nüsse dienen uns als Snack und auch als Notfutter für unterwegs, aber wir lieben sie auch abends vor dem Fernseher oder einfach, wenn wir Lust haben, etwas Knackiges und Sättigendes und Wohlschmeckendes zu essen. Nüsse sind unsere Freunde, aber wir müssen aufpassen, wenn wir Gewichtsprobleme haben, unter Entzündungen leiden oder auch Verdauungsschwierigkeiten haben, dann sollten wir, und Schmerzen vielleicht auch noch, dann sollten wir ein besonderes Augenmerk darauf halten, welche Nüsse wir essen und wie viel davon und ob wir sie überhaupt vertragen. Ich habe mein Leben lang unter Lipödem gelitten und habe vor 3 Jahren begonnen, meine Ernährung umzustellen und da haben Nüsse eine noch viel größere und bedeutendere Rolle gespielt als bisher in meinem Leben und davon will ich in diesem Video berichten. Ich bin Silvia Schnapparelle, Gesundheits- und Ernährungsberaterin und Coach für den ketogenen Weg und ich coache vorrangig Frauen mit Lipödem, die da herauskommen wollen und ihre Gesundheit auf ein höheres Niveau heben wollen, damit sie künftig voller Energie, schlank und mit neuem Selbstbewusstsein ihr volles Potenzial nutzen können. Ich habe mein Leben lang unter Lipödem gelitten und habe erst vor wenigen Jahren einen für mich effektiven und wirksamen Weg gefunden, da herauszukommen. Und auf diesem Weg spielten die Nüsse eine ganz besondere Bedeutung. Denn ich kam eher so aus dem veganen Lager und für mich war klar, wenn ich in die gesunde ketogene Ernährung starte, dann möchte ich viele Pflanzen in meine Ernährung mit hinüber retten und da Nüsse eine sehr nährstoffintensive Lebensmittelressource sind, die nebenbei auch noch sehr gut schmeckt, war es mir wichtig, über Nüsse mehr und Tieferes zu erfahren. Deshalb habe ich angefangen zu recherchieren und zu lernen und natürlich auch an mir viele Dinge auszuprobieren, aber mit euch will ich heute meine Ergebnisse teilen und welche Nüsse meine persönlichen Favoriten sind und warum. Das Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung am Körper, die dazu führt, dass in Gewebe die Faszien verkleben und Fettzellen verkleben und das geschieht meist aufgrund von Entzündungen. Und dort, wo Entzündungen sind, sammeln sich auch Flüssigkeiten. Und so äußert sich das Lipödem halt mit vermehrter Fettansammlung an Po und Hüften und auch an Oberarmen und nicht am Rumpf. Und die Frauen, die Lipödem haben, leiden oftmals unter Schmerzen, unter Druck, unter geschwollenen und prallschweren Gliedmaßen. Da spielen Nüsse eine wichtige Rolle, denn Nüsse sind nicht nur schmackhaft und verführen uns zum zu viel Essen, zum Binge-Eating, sondern sie enthalten auch verschiedene reaktive Stoffe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die unseren Körper zu einer Immunreaktion zwingen und die es da uns unmöglich machen, uns gesund zu ernähren, denn diese Immunreaktion läuft wieder auf Entzündungen hinaus und auf Wasseransammlungen und Gewebsflüssigkeitsansammlungen. Und das ist das, was beim Lipödem besonders, sowieso schon besonders zum Tragen kommt, also unangenehm spürbar ist. Und da, wo Entzündungen sind, sind oftmals auch Schmerzen und die meisten Frauen mit Lipödem leiden eben auch unter Schmerzen. So sind Nüsse halt entweder in die Kategorie entzündungshemmende Ernährung oder eher in die Kategorie entzündungsfördernde Ernährung. Meine Favoriten sind eindeutig die Macadamia-Nüsse. Klar, Macadamia-Nüsse sind nicht die billigsten, aber das hat auch seinen Grund. Denn sie haben ein ganz hervorragendes Nährstoffprofil. Sie bestehen zu 70% aus wirklich gesunden, ungesättigten Fettsäuren und haben einen sehr geringen Anteil an Antinährstoffen, an Phytinsäure. Sie haben sehr wenig Kohlenhydrate und aber einen guten Betrag an Protein.
ungefähr 20%. Und so ähnlich ist das auch mit den Pekannüssen, die meine zweiten Favoriten sind. Pekannüsse beinhalten mehr als 50% ungesättigte Fettsäuren und sie enthalten viel Omega-9-Fettsäuren. Wogegen die Macadamia-Nüsse viel Omega-7-Fettsäuren enthalten. Und hier ist es wichtig zu erfahren, was machen denn diese Omega-7- und Omega-9-Fettsäuren, von denen man eigentlich nicht so viel hört. Die Omega-7-Fettsäure zum Beispiel hilft unserem Körper dabei, Omega-3-Fettsäuren pflanzlicher Herkunft, die ALAs, in EPAs umzuwandeln. EPAs, das weiß man, sind auch Omega-3-Fettsäuren, die allerdings nur aus tierischen Quellen stammen können. Und da ist es eben oftmals so, dass wenn wir uns nur von pflanzlichen, also wenn wir auf Meerestiere und Fleisch verzichten, dann ist es schwierig, an die EPA-Fettsäuren heranzukommen. Denn dann gibt es eigentlich nur noch eine Ressource und das eine bestimmte Algenform. Aber schwierig wird es, also man sagt zwar, in den pflanzlichen Nahrungsmitteln gibt es viel Omega-3-Fettsäuren und das stimmt zum Teil auch, aber unser Körper muss auch in der Lage sein, diese in die EPAs umwandeln zu können. Das ist so ähnlich wie mit dem Vitamin A. Wir haben das pflanzliche Carotin, Beta-Carotin und das muss dann eben noch in dieses pure Vitamin A, in das Retinol umgewandelt werden. Und auch da ist es immer eine Frage, wie stark ist unser Körper in der Lage dazu, diese Umwandlung zu machen. Omega-7-Fettsäuren aus den Macadamia-Nüssen machen das super. Sie enthalten selber die Macadamia-Nüsse, haben diese Fähigkeit aufgrund ihres Omega-7-Fettsäuregehaltes und deswegen sind sie für unsere Ernährung eben auch wichtig. Die Pekannüsse enthalten besonders viel Omega-9-Fettsäuren. Sowohl Omega-3, Omega-7 als auch Omega-9 sind alles ungesättigte Fettsäuren, die in unserem Körper wichtig sind. Und die Omega-9-Fettsäuren, die schützen vor Lipidperoxidation. Und das ist nichts anderes als das Ranzigwerden. Ranzige Fette sind eine hohe Gefahr für Entzündungen. Sie sind eine Quelle für Entzündungen im Körper und wir brauchen keine Fettsäuren, die dafür sorgen, dass unser Körper eben noch heißer entzündet und noch schmerzvoller wird. In unserer westlichen Ernährung haben wir von Natur aus, einfach von dem Angebot, was es gibt, einen extremen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren. Und demzufolge bräuchten wir auch einen extremen Überschuss an Omega-3-Fettsäuren, damit die sich wieder in Balance befinden. Omega-6-Fettsäuren stehen im Verdacht, also viele Entzündungen bei uns im Körper auszulösen. Und sie kommen vor allem aus pflanzlichen Fetten und aus diesen ganzen Fettsäuren, die in den Fertiglebensmitteln verarbeitet sind. Margarine, Pflanzenmargarine und so weiter, das sind alles diese Fette, die überall verarbeitet werden und die dann in unserem Körper ihr Unwesen treiben können. Natürlich brauchen wir auch Omega-6-Fettsäuren, aber wie gesagt, wir haben da viel zu viel davon. Und so fehlt in unserer Ernährung die Omega-3-Fettsäure oftmals. Und hier hilft es, wenn man sich pflanzenbasiert auch mit Omega-3-Fettsäuren versorgen kann, die ALA liefern. Und diese ALA muss halt in EPA umgewandelt werden können. Und da hilft uns die Omega-7-Fettsäure. Omega-7-Fettsäuren haben eben auch den Vorteil, dass sie unser Cholesterin verbessern können, unsere Insulinsensibilität erhöhen. Das heißt, dass unsere Bauchspeicheldrüse wieder sensibler auf Zucker reagieren kann, dass wir nicht mehr zu viel Insulin brauchen, um ein bisschen Zucker verdauen zu können, sondern dass das wieder besser funktioniert. Und dass sie Entzündungsmarker senken kann. Und da ist es ganz, ganz toll. Da habe ich eine Studie hier unten in den Shownotes, teile ich mit euch. Da haben
die zeigt, dass da eine Gruppe von Menschen 30 Tage lang mit Omega-7-Fettsäuren ernährt wurde und dass deren C-reaktive Proteine, das heißt die Entzündungsmarker, um 44% gesenkt werden konnten. Pekannüsse sind ebenfalls sehr, sehr wertvoll, denn sie enthalten 70% der ungesättigter Fettsäuren und davon einen hohen Anteil an Omega-9-Fettsäuren. Wie gesagt, die Omega-9-Fettsäure hilft uns schützt uns vor der Fett, vom Ranzigwerden der Fette und sie ist gleichzeitig Baustoff für unsere Myelinschicht und unsere Nervenstränge. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese Fette integrieren, damit wir da einen Schutz aufbauen gegen die Nervenzerstörung und gegen also für eine bessere Nervweiterleitung. Viele Frauen überlegen sich ja, ob sie eine Liposuktion machen und dabei werden immer Nervengewebe geschädigt und das kann teilweise sehr schmerzhaft sein und dann auch Taubheitsgefühle provozieren. Und diese Fettsäuren helfen uns dabei, da wieder gesund, also das wieder zu reparieren und auch unsere Gehirnleistung fit zu halten. Also Pekannüsse fördern eben mit ihren Fettsäuren auch die Fettverbrennung und schützen uns in gewisser Weise vor Entzündungen. Der dritte im Bunde sind die Walnüsse, meine absoluten einheimischen Favoriten. Denn sie besitzen ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, sodass die beiden keine Problematik bilden, denn sie haben eine schöne Balance. Natürlich können wir nicht sagen, dass wir Walnüsse essen, um andere Omega-6-Fettsäuren in unserer Ernährung auszugleichen, denn ihre Omega-3-Fettsäuren, die sie enthalten, brauchen sie für ihre eigenen Omega-6-Fettsäuren, um da eine Balance herzustellen. Dennoch sind Walnüsse der Spitzenreiter unter den Nüssen, wenn es um Antioxidantien geht. Da habe ich also auch wieder eine Studie hier unten verzeichnet, die zeigt, dass der regelmäßige Konsum von Walnüssen dazu führen kann, dass die Blutgefäßelastizität wieder steigt und dass wir davon profitieren, besonders wenn wir Lipödem haben. Denn was haben Lipödem-Frauen am meisten? Sie haben ein Problem mit zu großen Poren oder zu großen Öffnungen in den Blut- und Lymphgefäßen, dass da eben viel mehr austritt, Gewebeflüssigkeit austritt ins Gewebe und so weiter. Und dann halt einfach diese Spannung und diese Dinge entstehen. Und natürlich haben Frauen auch mit Lipödem sehr brüchige Blutgefäße, was dazu führt, dass da eben schnell blaue Flecke entstehen. Und egal, wo man zack und schon ist man blau, ja, oder mal ein bisschen fester angefasst, das tut weh und dann hat man die blauen Punkte auf dem Schenkel. Und da ist es wichtig, wenn wir ein paar Nüsse essen oder überhaupt uns so ernähren, dass auch unsere Blutgefäße wieder mehr Elastizität erfahren, was nur förderlich sein kann, auch besonders in Bezug auf das Lipödem. Paranüsse. Paranüsse sind die vierten im Bunde, allerdings enthalten sie sehr viel Phytinsäure. Wir lieben Paranüsse, weil sie uns Selen schenken, aber jetzt kommt's. Phytinsäure wird in Verbindung mit Mineralstoffen in Phytate umgewandelt. Phytate haben die Eigenschaft, dass sie unsere Nährstoffaufnahme komplett hemmen. Also nicht stoppen, aber stark herabsetzen. Wir haben also weder was von Proteinen, noch viel von Kohlenhydraten und noch weniger von Fetten. Ja, einfach weil die Phytate da diesen ganzen Resorptionsprozess herabsenken. Das ist also der negative Effekt. Deswegen ist es auch schwierig, wenn man Paranüsse isst, davon an das wertvolle Selen heranzukommen, denn auch das wird gebunden und dann ist es schwierig, das zu resorbieren. Phytinsäure an sich hemmt die Mineralstoffaufnahme, aber wenn die Phytinsäure sich dann mit den Mineralien verbunden hat, wird daraus ein Phytat und das hemmt nicht nur die Mineralstoffaufnahme, sondern die ganze
Nährstoffresorption. Und da liegt halt auch der Hase im Pfeffer. Deswegen ist es wichtig, da hinzuschauen, denn was wird mit einer verzögerten Verdauung? Wir bekommen Blähungen, wir bekommen Schmerzen, uns wird übel, wir haben Verdauungsschwierigkeiten, Verstopfung und all diese Probleme, die sich daraus ergeben können. Und natürlich längerfristig, also ziemlich starke Nährstoffmängel, die wir uns da kreieren können. Deshalb schau genau hin, welche Nüsse du isst und das betrifft eben die Mandeln und die Haselnüsse gehören mit in diese Kategorie der sehr hohen Phytinsäure-haltigen Nusssorten und deshalb ist es bei diesen Sorten absolut wichtig, wenn man sie trotzdem konsumiert, dass man A, keine Immunreaktion davon bekommt, weil besonders Haselnüsse und Mandeln stehen sehr in Verdacht, Allergien auszulösen oder in Kreuzallergien wirksam zu werden. Und wir müssen darauf achten, dass wir diese Nüsse nicht roh konsumieren, sondern immer vorher einweichen. Deshalb schaut, dass ihr da diesen Unterschied macht. Bei Walnüssen, Pekannüssen und Macadamianüssen ist das nicht notwendig. Die müssen nicht eingeweicht werden. Aber Haselnüsse, Mandeln und Paranüsse, da ist es wichtig, dass wir da diesen Schritt mit eingehen. Jetzt komme ich noch zu den Pistazien. Pistazien haben die schmecken total gut und man könnte sich darin verlieren beim Essen. Pistazien haben aber einen recht hohen Kohlenhydratanteil. Und deshalb, also mit 14 Gramm pro 100 Gramm, ist das schon recht hoch. Und deswegen darf man auf gar keinen Fall da zu viel reinlangen, auch wenn man dann so ein bisschen langsamer isst, weil man die alle aufknäpern muss. Und das, ja, das in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie befriedigt. Hier soll man darauf achten, ein paar Pistaziennüsse hier und da sind gut. Sie gelten in Persien, also im ehemaligen Persien in der Türkei und in diesen Ländern dort, gelten sie als nicht nur als Delikatesse, sondern auch als lebensspendende Nuss, ja, als Wundernuss. Und das ist auch nicht von ungefähr, denn sie enthalten auch hohe Mengen an Antioxidantien. Wenn du da auf die Farbe grün achtest, je grüner die Nuss, die Pistazie, desto gesünder. Und bei den Erdnüssen ist es dann so, Erdnüsse sind eigentlich keine Nüsse, sie gehören zu den Hülsenfrüchten. Und Erdnüsse enthalten von allen Nüssen, also sie provozieren Entzündungen. Und wir können sie leider nicht roh essen. Wir bekommen sie ausschließlich geröstet und meistens auch noch gezuckert oder gesalzen und scharf geröstet und mit Glutamat versetzt, sodass dieses Lebensmittel einfach wirklich nicht mehr als gesundes, ganzheitliches Lebensmittel betrachtet werden kann. Trotz ihres hohen Proteingehaltes provozieren sie starke Entzündungen aufgrund ihres hohen Anteils an diesen Entzündungsmarkern und sie haben eine hohe Affinität zu diesen Alpha-Toxinen, zu diesen Schimmeln, die deswegen röstet man sie eben auch so stark, aber sie sind sehr weich und sie werden in Plastiktüten verkauft und da ist es oftmals, dass da sich trotzdem noch Schimmelpilze anhaften, weil sie dann in der Verpackung schwitzen können und sich da diese Pilze dann auch herausbilden können. Das Gleiche übrigens habe ich auch bei Cashewkernen entdeckt. Ich habe früher zu meinen veganen Zeiten öfter mal Cashewkäse gemacht und Cashewkerne verwendet, weil die so gut schmeckt. Aber sie enthalten viel zu viele Kohlenhydrate. Also für die gesunde ketogene Ernährung sind sie sowieso nicht geeignet. Zum anderen sind es keine Nüsse, sondern sie sind eigentlich Früchte und irgendwie weit mit den Mangobäumen verwandt, also mit den Mangos. Und was noch dazu kommt, sie sind aufgrund ihrer Softidität, ihrer Weichheit ganz besonders empfänglich auch für diese Alpha-Toxine und diesen sehr leberschädigenden, aggressiven Schimmelpilz. Und das habe ich eben damals eben auch schon ab und zu beobachten können, wenn ich dann
die Cashewkerne noch eingeweicht habe, schon nach 2 Stunden waren die mit schwarzen Sprenkeln bedeckt. Und das hat mir gezeigt, das hat überhaupt keinen Sinn, denn diese schwarzen Pünktchen, das ist dieser aggressive Schimmelpilz, den wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Ich wollte es hier nur ergänzt haben, also weshalb Erdnüsse in meiner Ernährung eher nicht vorkommen, es sei denn, ich bekomme sie wirklich frisch oder ich habe sie mir selber gezogen, dann kann ich hier und da Erdnüsse essen. Aber auf jeden Fall, auch wenn sie dann leicht geröstet sind, immer nur mit der Originalschale, denn dann können sie uns wirklich auch nützen. Sie haben einen hohen Anteil an Proteinen, sie haben einen hohen Anteil an wertvollen anderen Nährstoffen wie Zink und Selen, das ist alles auch in den Erdnüssen drin. Und ihr rotes Häutchen steckt voller OPC, das ist auch eine starke Antioxidanz. Allerdings, wenn man sie geschält, geröstet und irgendwie mit Geschmacksverstärkern noch versetzt ist, dann ist das Ganze, ja, dann hat man da sich nichts Gutes getan. Das soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen erhellen. Euch hat das Video gefallen und ich freue mich auf